Und damit Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Ja, da haben wir im vorhergehenden Part also doch noch ganz schön was angestellt, das kann man so sagen. Ja, einen Zug mal entgleisen lassen, kann man ja mal bringen, warum denn auch nicht? Und hier waren wir noch gar nicht. Warte mal, wir haben noch eine Nachricht, die will ich mal ganz kurz lesen. War das... Warte mal, ich finde alles heraus, finde alles über dich selbst heraus. Ach so, finde... Franklin, wird es nicht langsam Zeit, dass du die Kontrolle über dein Inneres übernimmst? Bist du bereit, 5 Minuten zu investieren für ein langes, erfülltes Leben? Besuche die Blablub und du bekommst eine... Ah ja, eine kostenlose Analyse. Warum denn auch nicht, ne? Was haben wir denn hier noch? Michael, ich habe dir einen großen Gefallen getan, Jungchen. Mann, Dingster braucht Hilfe bei irgendwas. Er wollte dich... Ich habe noch Trevor ins Boot geholt. Gern geschehen. Wir müssen rauf zu seiner Ranch in der Nähe der Dingster Road. Ja, konnte ich jetzt so schnell nicht erfassen. Ist egal. So. Ich denke mal, dass ich auf dem Weg dorthin bin. Ist das jetzt überhaupt der richtige Radiosender? Ja, ist es. Der Radiosender, genau. So wollten wir es doch. Und dazu begeben wir uns mal hier hin, denn auf der Karte war ich hier noch gar nicht. Nee. Vor allem, weil das hier ja noch relativ weitläufig aussieht. Also von daher machen wir uns doch mal auf ein neues Gefilde. Und auch nach so langer Spielzeit ist das immer wieder mal ein Genuss, hier was Neues zu sehen. Also deswegen, ne? Aber das sollte ja ein gutes Playthrough, also im Spiel auch machen. Oh, hey, man. How you doing? Man, I was wondering, have you heard from your family? Yeah, sure. No, that's a lie. I haven't heard a fucking thing. Damn, that's fucked up, man. Yeah, well, not gonna matter. We're all gonna be dead in about a half hour anyway. What's going on, ladies? Hello, Trevor. What kept you? Business, Michael, business. All right? I'm the CEO of a big international corporation. It's very time-consuming. Nothing, of course, you'd understand, being a gentleman of leisure. You know, Franklin, if there's one thing that you're gonna learn from being around us... Please, just... fucking insanity. Then they can't fry you. If you want something done, go to the busy man. This rich fuck is useless. Hold on, man. Could y'all knock that shit off? Oh, look! Fucker. Boys, your boys, it's the feds. Hey, where's the other three? What other three? We told you to bring along six. This is a six-man job. No, you didn't. Dave did. No, Dave didn't. You said you'd do it. That is a frickin' lie. I do not get things wrong. All right, great. Then we're out of here. Fuck it. Let's go. You three can do it alone. And I fuck you. You do your own dirty work. Hey, I do my dirty work every day, keeping the country safe from scum like you. And you're doing a great job, sir. Hey, you want this job done? Then come with us, huh? Come on! Come on, Mr. Leisureware, Mr. Depressed Accountant! Let's go save America! Who the fuck are we saving it from this time? This is the real deal. My sources are convinced there's a plot in international affairs, you know, the agency. And they're using this facility to make a serious nerve toxin. Bullshit. Yeah. Which they plan in their mind-blowing insanity to let a major terrorist release on a metropolitan area so they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting terrorism more than successful acts of terrorism. So let me get this straight then. No, there is no getting it straight. That's the point. Now we're doing this. You two are on getaway. Fuck off and make it happen. Michael, you're with us. What size flipper you wear? Ja, unter Wasser, das sah toll aus. It's been a while since you were in the field. The sight of you in neoprene is something we save for our worst enemies. Shut up, I'll be fine. And you, get in. You're driving. Go down the coast. The facility's a few clicks south of us. Okay, fahr die Küste runter. Fahr die Küste runter. Machen wir. Müssen wir nur mal. Listen to me, oh, Steve. Cool. No wisecracks, got it? No fucking cliches.
We're fighting for the freedom of the people today. Don't lecture me on patriotism. You've been living outside the system too long. Social responsibility's a joke to you. So maybe I redeem myself, get killed in the process, huh? That old bullshit. No one is dying on my watch. Not even the burnout bank robber with temper issues and nothing to live for. A hero's death is too good for you. You'll die in the ignominy you deserve. Oh, thank God. Fate shall carry me safe through these selfless acts of charity. This is the bay. We can get in through the discharge tunnel. Here goes. Genau so ist es. Rückwärts reinfallen lassen. Das weiß ich mittlerweile auch. Ach so. Ja, machen wir mal, ne? Schön rückwärts rein hier. So, nu. Ah ja, interessant, ja. Kann man das auch noch ein bisschen schneller machen? Ich meine, Flossen sind schon was Tolles. Oh, Ausdauer, da sind wir jetzt auf Maximum 100 Hundertstel. Das ist ein ganzes, ja. Wer Mathe aufgepasst hat, der weiß das. Aber coole Sache. Oh, das sieht gerade cool aus. Was haben wir denn hier Schönes? Oh. Hier muss ich doch rein, oder? Warte mal. So, ich muss jetzt nur erstmal hier wieder nach draußen. Zack, jetzt muss ich hier irgendwie runter. Sehe ich das richtig? Ich habe gesagt, runter, nicht rauf. So. Wie komme ich denn jetzt hier am besten runter? Danke, so. Und dann mussten wir hier irgendwie mal reinschauen. Sehe ich das richtig? Sauerstoff-Wasserstoff-Schneidbrenner. Ja, das ist schon eine coole Erfindung hier. So. Das haben wir schon mal durch. Na. You got any more little facts for me from the instruction manual? Thought you'd want some intel on the equipment we sourced using your hard-won funds. Ha, I figured it was all gonna go on a wardrobe full of windbreakers. Oh, and maybe some nipple clamps. Ah ja, ein bisschen haben wir ja. Also, zack. Schön, dass man das wenigstens hört, wenn man das geschafft hat. So, wie viel haben wir noch? 4, 8 mindestens. Also weiter hier. Zack, genau so sieht es aus. Das nächste. Hier noch. Na komm. Hier noch ein bisschen lang. Ja, kenne ich einen Abonnenten, der wird sich freuen, wenn er sowas unter Wasser machen könnte wahrscheinlich, ne? Smookly? Dann kannst du ja mal deine Tauchkenntnisse hier zur Schau geben im Kommentar, denke ich mal. So, zack. Und die letzten beiden. Sehe ich das richtig? Yo, letztes Ziel hier. That should do it. So, nu. Wuhu. Was wird uns hier in der Dunkelheit erwarten? Okay. Ach so, mit einem rechten... Ja, das ist ja dämlich. Ja gut, dann tauchen wir eben hier durch. Also die Steuerung ist unter Wasser ein bisschen komisch.
caught. Remember? I turned myself in. He makes a point. That makes you doubly dumb. Runter. Sonst hätte man sich jetzt schon seine Tauchrüstung irgendwie kaputt gemacht. Ja, obwohl, die müsste ja eigentlich schon ein bisschen robust sein, auch wenn man mal irgendwo gegenstößt. Aber ja, Smookly wird sich da besser auskennen, wie robust sowas ist. Ich meine, wenn die 200 Bar Luft drin haben. Hoch hier. Hoch. Da, nach oben. Irgendwie klappt es mit dem Auftauchen gerade nicht so, wie es soll. So. Und wo war jetzt hier eine Leiter? Ach, da vorne, oder? Ah ja, da. Gut. Das Wasser sieht schon geil aus. Also das sieht sehr, sehr echt aus. Ja. So klettert man eine Leiter hoch. Hm. How are we? Huh? We ready? I was born ready. Let's do this. Come on, Dave. What's the plan? Hey. We locate the toxin and action our escape strategy. That's what we got. Great. Lead the way. Bank robber, set your phaser to stun. Hands up, you, now. Against the wall, quick! All heck! Give it to him, Townley. Let's go! So, nehmen wir Nixon. Yo, schön hier. Hands where I can see him. Drop your piece. Okay. Now you're doing it. Okay, ja, zum Aufzug. Sollte keine Schwierigkeit sein. Dann betätigen wir ihn mal. Oder das machen die. Elevator coming. Body on board. Stay vigilant. Ja, ist ja kein Problem, warte. Out! Grab the card. Alright, we go. Gut, dann auf in den Aufzug. How you feeling about this? I'm feeling pretty damn fine. Yeah, if only your camera crew was here. Round to the right, come on. Clear, let's go. Two lab geeks, gotta deal with them. Achso, wir müssen wieder. Ups, ich sollte die ja nur mal. Ja, weiter durch. Okay. This is them. Take them out or let them go. Okay, we're clear. Sehr gut. Die Waffen sammeln wir trotzdem mal auf. Kann ja nicht schaden, ne? So, weiter geht es nun. Nächster Aufzug, oder was? Lab rat in the cage up ahead should have the secret sauce. Come on. Door, now. Who are you people? The locking mechanism is triggered from the inside. Wait, someone's coming. I'm on it. So, gehen wir auch mal in Deckung. You, hands up. Back up. Back up. And freeze. We get collateral. You might be safe, but Big Brain here isn't. Open. Stick up, guy. You're expendable. Get the nerve agent. Over there, now. Gut, dann wollen wir uns das mal greifen, ne? Also, her damit. This will make me the most dangerous man in the country. I'm also the most shit scared. Oh, man. Thank you, federal government. Gut, und jetzt? These scientists have done enough good work for today. Put them to sleep. Das muss ein komisches Gefühl sein, wenn du weißt. Facility security has been compromised. Warning. You got the right weapon? This shit's about to get real. You're a clown. Set detail, fair. Ach so, schön, dass wir die wenigstens ruhig stellen können. Sehr gut. Hey, you work for
Nein, falsche Richtung. Habe ich den jetzt getroffen? Ich denke schon. Gut, dann heißt es ja jetzt erstmal ordentlichst fliehen. Warte. Oh. So, den haben wir ruhig gestellt. Ja, wer braucht schon Kugeln, ne? Elektrizität hilft genauso gut hier. Den dürfte ich erwischt haben. Den noch nicht da drüben. Oh, das war mal ein Kopftreffer. Headshot nennt man sowas auch. So, der will hier... Oh, warte mal, da ist noch jemand irgendwo. Warte, wo war hier noch jemand? So, schicken wir dich erstmal schlafen. Na komm, ziel! Ich dachte, du zielst auf die Leute, aber das tust du irgendwie manchmal nicht. Na gut. Da lang und dann nach links irgendwie. Gut, dann passen wir mal auf hier. Ich habe auch nicht mehr allzu viel Leben. So, dich haben wir ruhig gestellt. Wow, das war auch ein ganz lustiger Treffer. Aber kann man mal machen. Ah, verdammt. Der Taser muss erstmal wieder aufladen, nehme ich an. Den dürften wir ruhig gestellt haben. So, vom Leben her haben wir auch relativ viel wieder. Der ist ruhig gestellt. Na komm, um die Ecke, komm. Gut, der ist... Oh. Wieder hier Schutz suchen. Ich wollte gerade sagen, dich erwische ich auch so. Aber... Ach komm, mach mal das. Es ist lustig damit, sich voranzukämpfen. Vielleicht kriege ich dafür ja auch noch einen Erfolg. Einen ganz lustigen. Ich müsste nur mal ordentlich treffen. Na komm jetzt hier. Ey, ich habe dich aber mal sowas von getroffen eigentlich. Oh. Ach Gott. Ja, damit zu treffen ist halt nicht einfach. Das ist richtig. Na, jetzt habe ich aber eigentlich getroffen. Also von daher... Oh Gott. Na, komm jetzt hier. Oh, das kann ja nicht sein. Diese eine Wachmänner kicken hier. Warte, ich locke ihn in eine Finte. Na, trau dich raus. Trau dich raus, komm. Oh, jetzt habe ich schon wieder nicht getroffen. Das kann ja nicht sein hier. Ich hab doch... So, jetzt... Sag mal, ist der immun dagegen? Na... Ey, sag mal... So. Jetzt aber. Geht doch. Ja, kennen wir. Ach Gott, was ist denn hier los? Tierversuche. Wieso zielst du jetzt? Ja, die Affen, die sind ganz aufgebracht. Sehr schön. Scheiße! Ja, Maike ist tot. Toll, jetzt soll ich mich da wieder durchschlagen. Och Mann, nie. Ja, toll, den ganzen Weg nochmal. Ja, komm. So. Ja, das hätte jetzt aber auch besser klappen können. Nee, das ist jetzt nicht toll. Er zielt doch automatisch. Warum macht er das nicht? Bei manchen. Nee, warte. Ach, wenn man die falschen Tasten drückt, weil man es nicht kann, ne? Ach so, da war er.
den habe ich getroffen. Den anderen, den muss ich noch irgendwie anders treffen hier. Gut, der ist getroffen. Aber einer fehlt hier noch. So, den habe ich getroffen. Den nächsten, den treffe ich auch noch. Ja, komischerweise, den habe ich jetzt getroffen. Warum auch immer. Der andere war wohl schwerer zu treffen, wa? Gut, dann macht mal. Dann erledigt mal für mich die Arbeit. Ja, komm. Zur Linken hier. Na komm, einer muss doch da lang. Einer muss doch hier mal um die Ecke kommen. Na. Gut, der wehrt sich bestimmt nicht mehr. Doch. So, der ist ruhig gestellt. Dann gehen wir hier an die Wand. Ey, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass ich hier dauernd diese Leute verfehle. Oder hat es bis dahin keine Reichweite? Das kann natürlich auch sein. Also der ist getroffen. Der kann sich nicht wehren. Ach doch, das geht. Halt, da hinten ist noch jemand. Ach, komm jetzt her. So, ansonsten versuchen wir es weiter mit dem Taser. Also, weiter hier. Wir müssen jetzt erstmal bei diesen Affenkäfigen irgendwie ein bisschen Schutz suchen. Ja gut, dann macht man, ne? Warte, ich krieg dich noch hier. Genau so machen wir das. Und dann müssen wir jetzt hier irgendwie noch um die Ecke, hoffe ich. Na, das könnte man wohl meinen, ja? Tritt von der Tür zurück, mache ich. Mann, ich wollte doch gerade weg. Das darf doch nicht wahr sein, Leute. Nein, akzeptiere ich nicht euer Ernst, Leute. Checkpoints, Entwickler, Checkpoints. Die muss man mal einführen. Nee, warum? Weißt du, ich kämpfe mich hier taktisch mit diesem dämlichen Taser nach vorne. Oh. Na gut. So. Die wollen es ja unbedingt so haben. Die wollen es auf die richtig harte Tour. Okay. Die wollen es auf die harte Tour. Die kriegen es auf die harte Tour. So. Zack. Was? We love trains, hat da Anna gerade gesagt? Gut, dann weiter vor hier. Jetzt mal hier nicht so lange warten. Zack. Und weiter geht es. Wir wollen ja hier nicht Ewigkeiten verbringen. Gut, der müsste schon erledigt sein. Aber hier ist noch jemand. Gut, erledigen wir den auch mal ganz schnell. Und dann geht es hier um die Ecke. Sehe ich das richtig? Genau. So, der ist weg. Jetzt ist er aber tot, oder? Ja, das geht mit Waffe natürlich so viel schneller hier. Ich krieg dich da noch um die Ecke. Oder besser gesagt, um selbige bringe ich dich noch. Nein, ja, 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 ja. Das war jetzt knapp. Das war jetzt wirklich sehr knapp. Also von daher, sorry, jetzt muss ich mal ganz kurz meine Sitzposition abändern. So, weg damit. Achso, der ist noch nicht tot. Jetzt aber.
Ja, jetzt können wir doch hoffentlich endlich mal. Ach so, ich sollte mich mal vielleicht ein bisschen zurückhalten, denn jetzt kommt ja noch das Militär mit seinen starken Waffen. Also. Oh. Die treffen gut. Verdammt. Die treffen sehr gut. Aber dank Zielhilfe kann ich auch ein bisschen treffen. So, warte mal. Irgendwo war doch da noch jemand. Ich sehe nur leider gerade keinen, außer da hinten irgendwo jemanden. So, schnell in die nächste Deckung. Da hinten war noch jemand, das sehe ich doch. Okay, wir gehen zur nächsten Deckung. So, wo haben wir hier jemanden? Bisher noch niemanden. Ja, ich will ja hier raus, aber da müssen wir auch erstmal hinkommen. Ja, komm vor. Komm ruhig lang hier. Achso, der ist schon weg. Oh, Kühlanlage, warte mal. Wo ist die Kühlanlage? Bitte sagt es mir. Zur Kühleinheit, ja. Dahin sind wir auf dem Weg. Das hier. Here we go. Get her on ice before the sell by. Okay, steady. Easy done them. Just as I was getting used to having the apocalypse in my pocket. There you go. Phillips is on his way. Good. Get this thing ready to move. I'm just a couple clicks out. The package ready? Package is ready. Get over here, man. I can't believe they spent the tank from the Polito job on this chopper. It's a flying pig rig. And we need a flying pig rig right now. Ja, Container einsammeln. Coole Sache. Machen wir doch gerne. Sofern wir das doch hier ganz gut können. Also noch ein bisschen näher ran. So. Ja, das Ding ist ein bisschen träge, deswegen. Ich muss wieder ein paar Meter zurück. Ja, komm, zurück. Und runter mit dir. Da haben wir das rote Signal, das rote Leuchtfeuer. Gott, oder? Ja, versuche ich. Moment. Oha, fliegt zum Flugplatz. Na, das kann ja was werden damit. Mit so einer Fracht. Na super. So, hier müssen wir runter. Auf den Anhänger. Warte mal, der Anhänger. Wie rum ist der so? Wir können ja schon mal runter. Ach komm, zurück. Du träges Ding hier. So, zurück. Das schaffen wir.
Davon bin ich überzeugt. Okay, aber nee, das ist nicht so ganz richtig. Ich sag doch zurück. Oh, die Kamera. Hallo, nach dort. Gott, sind die Helis schrecklich. So, wir müssen uns jetzt mal drehen hier. Zack. Nee, ach, falsch rum. So, bisschen. Ja, das sieht gut aus. Genauso sieht es aus. Genauso machen wir das. Lande den Hubschrauber. Naja, das sollte ja jetzt das geringere Übel sein. Gut, dann ist das hier eine ziemlich lange Mission, aber egal, was soll's. Zack, runter damit. Hey, Frank. It's cracking, man. So the chemical weapon in there, right? If it even is a chemical weapon, hell, it could be shaving cream for all I know. By the way, next time you're getting wet. Oh, but there won't be a next time, will there, Davey? There never is. I'll do my best for you. I always try. Yeah, well, maybe this time we'll get lucky. Maybe this time Steve will succumb to the strains of enhanced interrogation techniques. Interrogate him? Are you insane? They're probably decorating him right now. Hey, Davey, your boys at the agency are onto you, remember? Huh? You and Stevie. Just try and keep your heads down. Yeah, putz. What is this? Oh, fucking A. Yes! What's up, man? My days in the wilderness are over. Lester, he settled up with that crazy Mexican motherfucker. Gave him the artifact. Now, as long as Trevor handles the wife, we're good. But what about him, man? Yeah, fuck him. He likes the desert. Besides, we do one big score, we're all gonna have to go our own separate ways anyway. Oh, man. I can't wait to get back to that movie studio. Yeah, well, all right, man. Well, shit, I'll holler at you later then, all right? What a shit show. I'll tell you what, you could take this desert and stick it. My life may be a world of pain, but from here on out, it's going to be cool, comfortable, air-conditioned pain. Take it easy. Oh, wo wechseln wir denn jetzt hin? Zu Trevor wieder? Oder wie sehe ich das? Na, wir werden es sehen. Noch kann ich nichts erkennen. Immer noch nicht. Es scheint. Oh. I had a wonderful time, Trevor. But we both know I made a vow to my husband. Dino! You have a great pain inside you. But you are a beautiful man. I've never been so happy and so sad. My life. You have a beautiful way with words. For some reason, everyone I love abandons me. I am not abandoning you. I am going home. You treat you. I know. Genial. Und die Musik dazu, die passt so geil. Und Mensch, er kann ja wirklich sentimental sein, der Trevor. Wie genial ist das denn bitte? Das ist eine Folge in leichter Überlänge, ich weiß. Wir sind jetzt schon bei laut Stoppuhr 34 Minuten circa. Aber hallo? Das musste man ja ungefähr. Also dieses Ende hier für diese Folge, hallo? Es sei denn, ich habe die Folge gesplittet und angekündigt. Das kann natürlich auch sein. Aber nee, komm, das muss an einem Stück passieren. So, wir fahren sie wieder nach Hause, die Patricia. So, mal gucken, was uns jetzt erwartet hier. So, ich nehme mir jetzt einfach mal die Vorfahrt. Tja. Wird es ein schmerzlicher Abschied? Ich denke mal schon. Wir werden hier erstmal nochmal schön rumfahren.
Tja, da wird es wohl Zeit auszusteigen, oder? No. Stay. You better treat her right, man! I will, amigo! Yeah, otherwise... The other ear! Of course! The way I see things, you and me and Michael, we're friends now. Good friends! Such good friends that we will make a great effort to avoid one another. That's fucking perfect! Thank Michael for the statue. It is exquisite. Yeah. Yeah, I will. Ach Gott. Affige Angelegenheit. Ganz schön lange gebraucht, das ist richtig, aber das ist mir auch egal. Kopfschüsse mal wieder nur 5 von 15, aber was soll's. Tja, so sieht es aus. Wir werden aber diesen Part mit diesem traurigen Ende hier beenden und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen für eure Unterstützung und Aufmerksamkeit. Danke ich euch allen und genau deswegen sage ich im nächsten Part zu Let's Play GTA 5, sieht man sich.